Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer neuen B-Lizenz-Prüfungsstofffrage. Hier kannst du dein eigenes Wissen testen und danach werde ich die Frage beantworten und etwas genauer erklären. Heute ist die Frage dran, welche Belastungsnormative gibt es? Haben wir einmal die Belastungsdauer, dann die Belastungsdichte, dann das Belastungsende und den Belastungsumfang. Und hier fällt natürlich ganz klar das Belastungsende raus. Die anderen gibt es natürlich alle. Es gibt sogar noch mehr und ich möchte dir jetzt einmal die fünf hauptsächlichen Belastungsnormative vorstellen. Generell kann man die Belastungsnormative wie so eine Art Stellschraube im Training betrachten. Das bedeutet, du kannst in einer Stellschraube drehen, dadurch verändert sich das Training und dadurch kannst du wieder neue Anpassungen hervorrufen, um eben Fortschritte im Training zu erzielen. Generell gibt es zum Beispiel jetzt einmal die Belastungsintensität. Ja, und die geht eben die Stärke des Reizes an. Zum Beispiel beim Krafttraining in Form von Kilogramm, ja, oder auch zum Beispiel im Prozent von der maximalen Kraft, zum Beispiel 50% von Fmax oder 80% von Fmax oder 85% von Fmax. 85% Max wären dann zum Beispiel 5 Wiederholungen. Ja? Oder man kann es, wie gesagt, auch in Gewicht angeben. Bei der Ausdauer gibt man das zum Beispiel in Watt an, ja? Oder aber natürlich auch in Abhängigkeit von der Herzfrequenz. Also zum Beispiel 65% der maximalen Herzfrequenz wäre zum Beispiel bei einem Untrainierten im Grundlagen-Ausdauertraining 1-Bereich. Ja? Also das ist die Belastungsintensität. Danach kommt die Belastungsdauer. Bei der Belastungsdauer, ja, das heißt einfach, wie lange dauert die Übung, beziehungsweise wie lange ist zum Beispiel der Muskel unter Spannung. Ja, also wenn ich jetzt eine Krafttrainingsübung mache, zum Beispiel Bizeps Curl, mache 10 Wiederholungen mit 4 Sekunden pro Wiederholung, habe ich eine Time and Attention, also eine Belastungsdauer von 40 Sekunden. Ja, wenn ich jetzt Planks mache zum Beispiel, dann habe ich zum Beispiel, dann habe ich zum Beispiel 1 Minute Plank, 1 Minute Belastungsdauer. Auch relativ easy. Danach kommt die Belastungsdichte und das meint einfach, wie ist das Verhältnis von Pause und Belastungszeit. Ja, kann ich zum Beispiel 1 zu 2 haben, zum Beispiel ich mache 40 Sekunden Training, 80 Sekunden Pause, ja, und wenn ich das eben anpasse, kann ich eben auch neue Trainingsanpassungen auslösen sozusagen, wenn ich einfach viel kürzere Pausen mache, geht natürlich auch. Dann haben wir die Belastungshäufigkeit. Die Belastungshäufigkeit ist einfach, wie häufig trainiere ich pro Woche, zum Beispiel diesen einen Muskel oder wie häufig trainiere ich generell, ja, und dann kommen wir noch als letztes zu dem Belastungsumfang. Ja, Belastungsumfang bedeutet einfach immer die Summe der Belastungen. Beim Krafttraining ist es zum Beispiel einfach die Anzahl der Sätze mal die Anzahl der Wiederholungen. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich mache 4 Sätze Bankdrücken mit 5 Wiederholungen, habe ich einen Belastungsumfang von 20 zum Beispiel. Ja, es ist aber auch so, also grundsätzlich kann man diesen Belastungsumfang auch noch mit dem Wort Volumen gleichsetzen. Ja, also Volumen ist Belastungsumfang. Es ist aber so, dass diese Art des Volumens oder des Umfangs nicht so aussagekräftig ist. Ja? Man muss natürlich auch mal das Gewicht betrachten, was man bewegt. Und deswegen gibt es noch das Ganze multipliziert mit dem Gewicht. Also Anzahl an Sätze mal Anzahl an Wiederholungen mal dem Gewicht ergibt nochmal den Belastungsumfang und den genaueren Belastungsumfang, beziehungsweise man sagt dazu auch Workload oder Arbeitslast zum Beispiel. Ja? Und darauf kommt es eigentlich an, dass man diese Arbeitslast oder diesen Workload im Training regelmäßig Schritt für Schritt erhöht. Ja, das bedeutet, ich versuche immer diese Art Workload oder immer diesen Belastungsumfang zu erhöhen, um weitere Fortschritte zu erzielen. Ja, und da ist zum Beispiel Belastungshäufigkeit, also wie oft trainiere ich den Muskel pro Woche, natürlich sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 2-mal Ganzkörper trainiere und dann mache ich auf einmal 3-mal Ganzkörper, habe ich natürlich den Belastungsumfang bzw. den Workload extrem erhöht. Ja, und ich sollte halt auch immer versuchen, zum Beispiel pro Training eine Wiederholung mehr zu machen und immer noch so einen kleinen Schritt voranzukommen oder so ein Kilo mehr zu bewegen, einfach immer so eine progressive Belastungssteigerung zu haben, damit ich eben langfristige Trainingserfolge habe. Und ja, das soweit zu den Belastungsnormativen. Ich hoffe, du hast hier was mitnehmen können, ich hoffe, du hast das lernen können und du hast so ein bisschen das Ganze einordnen können, wie die Belastungsnormative sich zusammensetzen. Schaut auf jeden Fall auch die anderen Videos an über den B-Lizenz-Prüfungsstoff, die ich hier schon gemacht habe. Und wenn dich die B-Lizenz-Ausbildung interessiert bei der Karriere als Fitnessrenner-Akademie, dann klick einfach mal auch hier auf den Link, dort kommst du dann zur Ausbildung. Bis zum nächsten Video, dein Team Kneizig, Karriere als Fitnessrenner Akademie und ciao.